Als ich ein kleiner Junge war, da fragte ich meine Mama, wie wird man ein Musikgenie? Sie sagte, ohne Übung nie. Am besten wär's, mein liebes Kind, du lernst das Tastenspiel geschwind. Ein Päckchen Noten schenkt sie mir, jetzt gehe hin und lern Klavier. Und schickte mich dann da so hin zu der Klavierlehrerin. Sie war so groß, war so barock, ganz breit der Arsch, ganz kurz der Rock. Sie war so groß, war so barock, ganz breit der Arsch, ganz kurz der Rock. Dann nahm sie meine Finger und führt sie hier und da so hin. Dann nahm sie seine Finger und führt sie hier und da so hin. Meine Klavierlehrerin, meine Klavierlehrerin. Etüde, waren wir so müde. Und dann beim hohen C, da tat es wirklich ein bisschen weh. Am besten war's beim tiefen H, da war's ganz einfach wunderbar. Mit feuchter Hose kam ich dann zu Haus bei meiner Mutter an. Sie sprach, da gehst mir nicht mehr hin zu der Klavierlehrerin. Oh no! Sie war so groß, war so barock, ganz breit der Arsch, ganz kurz der Rock. Hier und da so hin. Dann nahm sie seine Finger und führte hier und da so hin. Meine Klavierlehrerin, meine Klavierlehrerin. Ah. Ja. Klavierlehrerin.